Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt, beziehungsweise aus Kirison, Bulandschak, Ereklikö. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, wieder ein ganz spontanes Video von mir. Ich zeige euch hier nochmal so ein bisschen, wie es ausschaut. Wir haben auch gerade mal wieder Besuch bekommen. Wer hätte das gedacht? Auf dem Dorf spricht es sich dann rum, dass die Cousinen da sind, beziehungsweise dass der Damat da ist, dass die kleine Cousine da ist, dass die Enkel da sind und dann kommen die Leute vorbei, Kaffee trinken oder man wird eingeladen. Die Türken unter euch werden das kennen und wissen. Ja, man kommt zu nichts, man muss halt überall mal hin. Ich zeige euch trotzdem mal, wie es hier ausschaut. Also bei Oma ist sehr modern, ne? Also die Türken unter euch wissen das, im Köy sieht es nicht immer so aus, gefliest Böden sind eher selten. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist der kleine Balkon oben, ne, mit einer schönen Aussicht. Jetzt kann man auch mal was sehen. Ein bisschen zumindest, da wird wieder gebaut. Ne? Ja, auch hier alles schön gemacht. Richtig sauber, ordentlich. Da habe ich übrigens letztes Jahr mit Rasim zusammen hier das oben gebaut. Also ich habe da geholfen. Ich bin jetzt nicht Bob der Baumeister, aber ein paar Fliesen an die Wand bringen, ein bisschen streichen und Wände hochziehen und so weiter. Das kriegen wir schon noch hin irgendwie. Ja, also multifunktional quasi. Ja, okay, die Deckenhöhe ist jetzt nicht so, na, aber ist halt alles ein bisschen gechückt, ne? Ja, wenn man hier aus dem Fenster guckt, beziehungsweise auf der Treppe steht, hier kann man ein bisschen was erkennen, ne? Gibt es halt überall kleine Häuschen. Ja, da ist halt alles grün. Jetzt kommt langsam der Nebel, weil es schon auf den Abend zugeht. Ja, ich hatte euch ja vergessen zu zeigen, wie es unten ausschaut, ne? Holen wir das einfach mal schnell nach, dann passt das schon. So, sie hat auch so einen richtig geilen Elektroscooter, ne? Roller. Weil sie kann nicht so gut laufen. Sie hat irgendwas, keine Ahnung, ich habe nicht gefragt. Ich zeige euch mal, bevor das hier losgeht, morgen übermorgen, wo ich auch noch hier sein werde, zeige ich euch mal, wo ein bisschen das Fündig getrocknet wird. Also eine der Orte. Ja, hier wird das Planen alles ausgelegt und dann wird es getrocknet. Da müsste ich auch noch Videos irgendwo haben. Hier überall. Alles grün, alles blüht. Also Oma hat schon ein ganz gutes Haus eigentlich für Dorfverhältnisse. Ist jetzt nicht gestrichen, ne? Also das sieht jetzt nur so aus, ne? Das ist aber neu. Das ist halt nicht gestrichen worden. Ja, und das sind auch noch alles hier so Felder. Keine Ahnung, was hier alles ist. Ach, hier Dings da, wie heißen die? Genau. Dings, Kürbisse. Ja, genau. Richtig. Kürbisse sind hier. Da hinten, ich weiß gar nicht, diese roten. Ach, keine Ahnung. Grapefruit? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, Abla hat mich auch angemeckert, weil ich These gesagt habe und nicht Abla. Hat sie gesagt, hey, ich bin doch die Abla, ich bin doch die Abla. Ja, okay, tamam. Die reden jetzt auch gerade darüber, dass da vorne eine Serie gedreht wird von Show TV. Das werdet ihr aber auch in einem der Videos sehen, weil da fahren wir mehrmals vorbei und dann seht ihr so ein bisschen, da ist eine Serie halt, die da gedreht wird. Keine Ahnung. Werdet ihr ja dann sehen. Ne? Also jetzt hier, das sind jetzt noch keine Fündigbäume, die fangen da unten an. Wir gehen da auch mal ganz kurz durch, dass ihr mal so ein bisschen was seht, bevor die Ernte losgeht. Ne? Aber zuerst muss ich mir mal feste Schuhe anziehen, weil die, ja, wegen den Steigungen und keine Ahnung halt. Ist halt gefährlich und dreckig. Wenn wir dann schon dabei sind, dann zeige ich euch auch mal das andere Stockwerk, wo meine Frau und ich wohnen. Also für die Zeit, die wir hier sind, da schlafen dann die Arbeiter normalerweise. Ja, hier liegt halt ein bisschen Fundig rum, so für den Eigenbedarf. Ich werde auch viel, viel mitnehmen. Der Hammer wird gebraucht, ne, um aus diesen das zu machen, da ist auch klar.
Die Leute aus der Schwarzmeerregion werden das kennen. Wir haben es auch gerade gehört. Ich war leider nicht schnell genug mit dem Video. Da wird ja gesungen, wenn man fündig sammelt. Ne? Ja. Gute Qualität. Schmeckt nach Nutella. Ja, hier haben wir nochmal Toilette, ne? Klar. Hier haben wir nochmal. Hier arbeite ich heute Abend. Ne? Küche nochmal. Hier hat Oma noch frischen Tee und so. Wächst hier auch, pflückt man hier auch. Hier können die Arbeiter schlafen. Ja, hier schlafen wir. Ist auch ganz okay. Also für Dorfverhältnisse natürlich. So, mal andere Schuhe angezogen. Es gibt hier draußen Börek, Kaffee. Also, sie erzählt uns von ihrem portugiesischen Damat. Ich gehe mal jetzt ein bisschen hier durch die Felder durch. Was heißt durch die Felder durch? Ein bisschen euch mitnehmen, dass ihr mal seht. Das sind nicht wirklich Feldwege, also nicht was. Ne? Ich nenne das jetzt zwar so, aber ihr seht selber, was ich meine. Hier haben wir so eine alte Hütte, die ist nur so für Holz. Da hat auch so ein Hund immer drin gewohnt, weil Oma ist ja alleine hier und die hat hier immer irgendwie für den Sommer holt die sich irgendwie so einen Hund aus dem Tierheim raus und der dann halt auf das Grundstück aufpasst. Das ist auch vom Nachbarn beziehungsweise alles Familie. Ne? Da hat da noch Hühner rumlaufen und so weiter. Da sieht man jetzt nicht. Ne, sieht man nicht. Ist gerade weg. Das ist halt auch richtig schön. Also Oma nimmt dann normalerweise im Sommer, nimmt die hier so einen Hund, einen kleinen oder mittelgroßen, je nachdem. Am liebsten natürlich einen Kangal, aber. Und er lebt dann hier und der läuft dann auch rum und bewacht halt hier so, ja, das Areal. Ne? Er läuft dann halt hier rum. Letztes Mal auch zwei gehabt und so. Ja, und nach der Findigzeit, wenn hier alles wieder okay ist, ne, dann kommt er halt wieder ins Tierheim. Ja, ist halt so, ne? Die Frau hat Katzen, die kann sich nicht um tausend Sachen kümmern, ne? Die ist ja auch nicht mehr die Jüngste. So, also das sind die tollen Wege, ne? Die ich meine. Ihr seht, hier sind richtige Feldwege und so. Hier geht's dann in den Garten. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Ach, da läuft mein Abendessen rum. Haha. Ich gehe auch jetzt nur so ein kleines Stück ab. Ich muss auch noch ein bisschen was tun. Hier muss man ein bisschen runtergehen. Ne, weil, ja, Bäume halt. Hier gibt es halt alle möglichen Spinnen, Tiere, Schlangen, keine Ahnung. So. Ein bisschen aufpassen, den Stacheldraht und so. Hoppapa. Ist hier echt das Leben am Limit. Ja, hier so kleine. Der Wege sind das nicht freie Stellen, wo halt kein Baum steht, würde ich sagen. So. Da könnt ihr mal ein bisschen das Schwarze Meer sehen. Das ist nämlich dort direkt. Ne? Ja, also hier sind wir ungefähr auf knapp 700 Metern Höhe. Geht natürlich noch viel, viel weiter rauf und so. Mal schauen, ob wir dann nach Jaila fahren. Ich habe heute auch zwei, drei gute Videos gemacht. Einmal im Krankenhaus, da habe ich das Bild in die Community gepostet, dass ihr mal so ein Krankenhaus von innen seht, wie es da abgeht und hin und her. Ist kein hochmodernes Krankenhaus. Ich habe auf jeden Fall die Kamera draufgehalten und dass ihr mal seht, wie läuft das. Ich bin am Überlegen, ob ich am Sonntag eventuell nochmal einen Livestream starte und ja, Frage, Antwort und so, dann nehme ich mir richtig Zeit, setze mich hin und lese die Kommentare dann noch vor. Wenn ich nicht Auto fahren muss, ist das auf jeden Fall einfacher. Ihr könnt mir das ja einfach mal in die Kommentare reinhauen. Und ja, weil der Livestream kam gut an und ihr habt natürlich die ein oder andere Frage. Und dann werde ich den vorausplanen. Und dann seht ihr das dann natürlich auch. Und dann können dann noch mehr Leute da sein. Und dann weiß ich nicht wie lange, vielleicht eine Stunde oder zwei. Mal schauen. Ne? Einfach mal in die Kommentare reinhauen, ob ihr aber Bock habt. Dann nehme ich mir die Zeit nochmal ein, zwei, drei Stündchen und dann machen wir das einfach.
So, das geht halt immer weiter so, ne? Ich gehe jetzt auch noch mal runter. Ich kenne jetzt hier nicht unbedingt jeden Hügel oder so. Dafür ist es zu groß. Aber so ein paar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier mal irgendwie Klo irgendwas gewesen ist. Keine Ahnung. Ja, da war auf jeden Fall mal ein Loch. Ich weiß nicht. Ich glaube für Abwasser. Ich habe keine Ahnung. Kann mich auch täuschen. Ja, so sieht das hier aus. Ist noch alles ein bisschen nass. Ich hoffe, dass wir jetzt wenigstens noch mal ein paar Tage richtig schönes Wetter haben, weil ich wollte für euch noch hoch nach Jaila fahren. Mal schauen, weil wenn du da hochfährst, wenn es nicht so schönes Wetter ist, dann bringt das auch nichts. Ne? Deswegen müssen wir halt einfach mal schauen. Würde ich am Sonntag am liebsten machen, habe ich mit der Oma schon besprochen. Die würde auch gerne wieder nach Jaila hochfahren ins Gebirge. Müssen wir halt einfach mal schauen. Also so sieht das hier aus, fündigmäßig. Ne? Es geht noch viel weiter nach da hinten. Aber oben im Gebirge echt, da würdet ihr es lieben. Also die haben da richtig geiles Fleisch. Da waren wir vor 2 Jahren, glaube ich, das letzte Mal. Die haben da Seen, die haben da eine richtig, richtig schöne Aussicht. Also es wird euch auf jeden Fall richtig gefallen. Ist traumhaft schön. Dagegen ist die Aussicht hier gar nichts. Null. Also ist richtig Hammer. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das hin, wenn das Wetter mitspielt. Ich würde mich freuen. Ist zwar ein bisschen Weg, auch gefährlich der Weg. Das sind so 1 Stunde 30, 1 Stunde 40 eine Tour. Müssen wir halt einfach schauen. Hier werden dann die Arbeiter rumzaubern. Hier hat Oma selber schon Feuerholz gesammelt, weil hier wird noch mit Holz geheizt, ne? Das ist übrigens meiner Meinung nach die beste Methode. Also ich liebe das, die Öfen, weil das ist echt Hammer. Da geht es dann immer so weiter halt. Ich werde auch ein bisschen mitmachen natürlich, weil ich muss für meine Papageien ja auch noch ein bisschen was an Proviant mitbringen, weil die lieben Fündig über alles, ne? Weil der Koko, der hat da richtig Spaß dran, die Dinger aufzumachen. Die Chanel kriegt das nicht so hin. Der hilft der Koko ihr manchmal immer, ist voll süß. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Mal gucken, wie viel Ernte wir zusammenkriegen. So, hier ist auch wieder Feuerholz und ja, da geht es auch noch weiter. Ja, eine 80-jährige Frau läuft hier auch hoch und runter, auch im Regen. Auch im prallen Sonnenschein. Ne? Und das ist an einem Hang halt alles immer gelegen. Ne? Ja, da bleibst du fit, ne? Würde ich sagen. Dazu noch die Luft. Alles natürlich. Ne? Ja, da ist man abends auch richtig am Arsch, ne? Wenn man die ganze Zeit hier hochläuft. Ich laufe auch gerade bergauf. Naja. Geht langsam die Puste weg. Nee, Spaß, passt schon. Also ich habe schon 10 Videos roundabout zusammen. Ich glaube 9 oder 10 oder 11. Kommen dann natürlich alle, wenn ich wieder da bin. Klar. Ja, also wie gesagt, die Oma meinte, nimmt einen riesen, riesen Sack mit nach Alanya für Coco und Chanel. Also ich mag Fündig auch zu essen, aber ich bin jetzt nicht so der Nüsse-Typ, der den ganzen Tag da sitzt und irgendwie Nüsse isst. Da hat Coco und Chanel ein bisschen mehr von. Also diesmal werden wir so viel mitnehmen, dass es für ein Jahr reicht. Auf jeden Fall. Nicht so 2, 3, 4 Kilo. Ja, wenn, dann macht man das richtig. Bop, bop, bop. Bergab. Bop. So, die Tür haben wir auch wieder zugemacht. Dann gehen wir mal wieder. Ah, der Adhan. So. Sind wir auch schon wieder da? Ja, so, da sind wir wieder. Und vom. Schatz, weißt du, was die Oma wieder gemacht hat? Seit die Dings. Ich so, aber ja. Mein, damals wird es gut. Der geht freitags gebeten, ne? Ja. Und dann auch so, der ist auch immer abends gegangen. Hat mein Enkel mal die Bursche mir erzählt,
Ja, jeden Abend kannte ich dann immer mit einer Hodja nach Hause. Ja, Allah soll einen Segen unter meinen Damat geben. Ich so, ja, okay, Oma. Ja, Oma schwärmt immer von mir. Bei uns der Hodja habe ich, glaube ich, auch mal in einem Video erzählt. Der kam dann abends zum Chai und ja, Gepäck, wie es halt so ist. Und er ist halt ein bisschen jünger. Also er ist nicht so jung wie ich, der ist 10 Jahre älter als ich ungefähr. Also Mitte 40, Anfang 50. Und ja, mit einfachen Dingen kann man ja, der Frau halt eine Freude machen. Das finde ich gut. So, was gibt es denn hier? Für mich gibt es Tavuk. Genau, ne? Ketogen und so. Frisch vom Dorf, frisch vom Nachbarn. Nee, Quatsch. Aus dem Froster. Oi, du bist mein Tattlung. Ha, du bleibst hier. Du bist mein Männelein. Du bist mein Männelein. Ne? Na? Hallo, geht's? Jo, ihr Lieben, jetzt habt ihr mal ein bisschen was gesehen, wie das hier so aussieht. Ich hoffe, euch gefällt das. Wie gesagt, wenn es gefällt, würde ich mich über einen Daumen natürlich freuen, über ein Abo noch viel mehr und über ein Teilen in den Social Medias am allermeisten. Es war nur so ein kurzer Eindruck, ne? Die Fündig-Ernte fängt ja jetzt erst an. Da wird es auch noch ein Video zu geben. Wie gesagt, heute waren wir im Krankenhaus. Die Fahrt, wir hatten heute fast 2 Unfälle gehabt. Alles auf Video, ne? Also da wird eine ganze Menge kommen. Wir sind ungefähr bei 10 Videos roundabout oder ein bisschen mehr. Wie gesagt, nur ein kurzer kleiner Zusammenschnitt, ohne viel Hickhack, ohne viel Tamtam. Also ich würde euch sagen, einen schönen Abend und bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.